Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute zusammen den Momichi Garten, eine Sphäre in Inazuma, wo man Artefakte farmen kann. Dieser Garten ist immer eine stille Szene von feinen roten Blättern. Vielleicht folgen verlorene Ursachen und unvergessliche Liebe den Adern der Erde und vereinen sich zu den Früchten des weißen Baumes des Gartens. Kosten fürs Einsammeln wie immer 20 Hearts bei normalen Sphären. Und zu farmen kann man, oder sind hier die beiden Artefaktsets, Wappen des getrennten Schicksals. Zweiteilig erhöht die Aufladerate um 20% und vierteilig erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden basierend auf 25% der Aufladerate bis zu 75% Bonus auf diese Weise möglich. Also quasi 25% der Aufladerate, um so viel wird der Schaden erhöht. Also wenn man 100% Aufladerate hat, dann wird der Spezialfähigkeitsschaden um 25% verstärkt. Das heißt das quasi. Und dann gibt es noch das andere Artefakt-Set, Gedenken an Shimenaba. Mit zwei Teilen erhöht den Angriff um 18%, also wie das Berserker-Gladiator-Set. Und vierteilig verringert bei Anwendung einer Elementarfähigkeit die Elementarenergie um 15 Punkte. Wenn die Figur mindestens 15 Punkte Elementarenergie besitzt, erhöht daraufhin den mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachten Schaden 10 Sekunden lang um 50%. Dieser Effekt wird während der Wirkungsdauer nicht erneut ausgelöst. Ja, sind zwei ziemlich gute Artefakt-Sets, also vor allem Gedenken an Shimenaba ist sehr nice und wir machen das Ganze heute mit einem 4-Sterne-Free-to-Play-Team. In dieser Sphäre gibt es auch eine sehr interessante Elementaranomalie, wie ich persönlich finde. Aber erstmal noch zum Text. Scharlachrote Blätter schweben sacht im Wind in diesem Altar. Sommer und Herbst beherrschen jeweils einen Abschnitt dieses Altars, in dem jeweils die Elemente Kryo bzw. Pyro verstärkt werden. Nur diejenigen, die mit Wundern und Einfallsreichtum diese Prüfung überstehen, können wertvolle Artefakte und Hilfe bei der Suche nach der unterbrochenen Verbindung erhalten. Ja, klingt schon mal sehr mysteriös, aber man liest auf jeden Fall raus, Pyro und Kryo sind hier die treibenden Kräfte und das liegt eben an der Elementaranomalie, denn die Plattformen dieser Herausforderung wechseln zeitweise zwischen dem Status Flammensegen und Frostsegen. Das erkennt man sehr deutlich. Figuren erhalten je nach Status der Plattform, auf der sie sich befinden, unterschiedliche Effekte. Flammensegen erhöht den Pyro-Schaden aktueller Figuren um 60% und Frostsegen erhöht den Kryo-Schaden aktueller Figuren um 60%. Die Gegnerliste besteht aus reinen Elektro-Gegnern, Elektro-Schleim, Elektro-Abgrundmagier und Blitzhelm-Lavachul. Und mehr ist es nicht. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem Team. Ich habe jetzt hier eine 2 Pyro, ein Kryo und ein Hydro-Kombination. Warum nicht 2 Kryo? Ja, ganz einfach, ich habe keine 2 Kryo-Charaktere, die wirklich sinnvoll wären, sage ich mal. Ansonsten würde ich natürlich auch eher 2 nehmen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man zumindest einen jeweils hat, dadurch, dass eben der Schaden um 60% erhöht wird. Ich meine, man würde sich wirklich keinen Gefallen tun, hier ohne einen Kryo und ohne einen Pyro reinzugehen, also mit keinem von beiden. Das wäre irgendwie ziemlich sinnlos. Oder nicht sinnlos, aber ich meine, dann dauert der Kampf halt einfach, naja, 60% länger gefühlt oder statt 60% kürzer die normale Länge. Ist einfach unnötig. Und wir haben jetzt hier mit zweimal Pyro noch einen zusätzlichen Angriffsboost und mit Hydro tatsächlich trotzdem noch eine ganz gute Kombi, weil wir dadurch die Gegner einerseits einfrieren können und andererseits mit den Pyro-Angriffen auch einfach mehr Schaden machen können. Also jetzt nicht so verkehrt, da noch eine vierte Kombi oder eine dritte Elementarkombi mit reinzuwerfen. Also Anemo zum Beispiel könnte man ja auch ganz gut verwenden. Aber wie gesagt, also zweimal Pyro, zweimal Kryo wäre schon das eigentlich Vorgesehene. Aber wie immer, man kann eigentlich machen, was man will. Solange man es schafft, ist es ja eigentlich auch egal. So, worauf man jetzt achten muss, ist ziemlich simpel. Übrigens muss ich sagen, das ist eine der schönsten Sphären im ganzen Spiel. Also vom Design her, also ich finde, die sieht sehr cool aus. Die meisten Sphären sind ja mehr so, dass sie sich anfühlen, als wärst du in einem engen Raum. Und das hier ist wirklich ganz anders. Also das ist ziemlich cool, finde ich persönlich gemacht. Also ich wünschte, mehr Sphären wären so aufgebaut, weil es sieht einfach hammermäßig cool aus. Ja, dann zur Sphäre. Man hat hier diese 4 Platten, also man sieht, die sind relativ groß. Es sind auch nur wirklich nur 4. Und wir müssen halt quasi immer dahin gehen, wo entweder Pyro oder Kryokraft gerade verstärkt wird. Ich werde am Anfang auf jeden Fall so machen, dass wir erstmal auf die Pyro-Plattform gehen, dadurch, dass wir 2 Pyro-Helden haben. Und je nachdem, wenn sie dann zu Kryo wechselt, die Plattform, müssen wir aber nicht wechseln, weil wir haben trotzdem noch unseren Chongyun. Und hoffentlich hat sich bis dahin seine Spezialfähigkeit aufgeladen, falls der Kampf überhaupt so lange dauert. Vorher müssen wir uns natürlich noch ein paar Power-Ups reinknallen, einfach nur, um sicher zu sein, dass wir hier keine Probleme bekommen werden. Die Sphäre ist aber nicht sehr stark, deswegen
ist kein Muss. Also wenn ihr euch relativ sicher seid, dass eure Charaktere nicht, naja, gar nicht ausgerüstet sind, dann habt ihr da eigentlich keine großen, müsstet ihr keine großen Bedenken haben. So, also hier ist die Plattform rot, das heißt, hier gehen wir hin. Jetzt warten wir kurz auf die Gegner. Und genau, ich mache das immer so. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Okay, ja gut, das war jetzt... Ja gut, das ist natürlich der klassische Vorführeffekt. Keine Ahnung, was das gerade war. Das ist halt wirklich noch nie passiert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass man so in der Luft festhängt. Hat mir jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. So, jetzt hat sich das Ganze verändert. Jetzt gehen wir mal auf die Kryo-Plattform. Für Chongyuns Spezialfähigkeit. Ja, der Lava-Troll ist hier ein bisschen nervig, weil der halt so ein bisschen macht, was er will. Jetzt kommt der, also wenn man die beiden Schleime besiegt hat, kommt dann automatisch der Abgrundmagier gespawnt. Aber jetzt müssten wir seine Spezialfähigkeit kriegen. Haben die Gegner eingefroren. So, brauchen wir noch Xingxius Spezialfähigkeit. Genau. Jetzt haben wir natürlich den Pyroschadensbonus nicht gehabt. Aber wie man gesehen hat, dadurch, dass wir ganz gute Kombis hatten, hat es jetzt in dem Fall keine große Rolle gespielt. Aber wir haben zusätzlichen Schaden mit Chongyuns Spezialfähigkeit auf jeden Fall verursacht. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr schlechter Run. Also allein schon, dass am Anfang die gesamte Spezialfähigkeit von Bennett ist quasi komplett ins Leere gelaufen. Also da hätten wir schon mal gefühlt einfach doppelt so viel, dreimal so viel Schaden gemacht in den ersten 20 Sekunden, wenn das nicht passiert wäre. Ja, gut, dann würde ich auch tatsächlich sagen, würde ich das tatsächlich nicht empfehlen, dass ihr ganz in die Ecke geht. Ich mache es halt nur ganz gerne wegen dem Lava-Jewel, weil der steht ja hier in der Mitte, also am Anfang hier relativ in der Mitte, und der macht am Anfang immer diesen Sprint. Und ich finde das so nervig, weil wenn er jetzt zum Beispiel hier stehen bleibt, dann sprintet er in eure Richtung. Aber wenn hier die Plattform keinen Pyro- oder Kryo-Schadensbonus hat, dann steht er dann auf einer Plattform, wo ihr keinen Schadensbonus habt, und dann müsst ihr ihn nochmal ewig umständlich auf eine andere Plattform irgendwie lenken. Und das heißt, wenn ich jetzt sehe, hier ist die Plattform oder hier ist die Plattform, auf die ich als erstes möchte, dann stelle ich mich halt auch gleich hier ganz an den Rand, weil dann kann er nämlich nicht weiter, also dann bleibt er hier an dem Rand hängen, quasi. Und ja, dann kann ich ihn hier chillig auf der Plattform bekämpfen. Deswegen, ja, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dann nicht ganz in die Ecke zu gehen, weil offensichtlich gibt es hier einen Punkt, wo das dann ein bisschen buggy wird, und das habt ihr ja gerade gesehen, das war alles andere als schön. Aber ja, ansonsten eigentlich keine großen Probleme. Der Lava-Troll macht natürlich relativ viel Schaden, vor dem sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen, dass man nicht zu viel von ihm getroffen wird. Eventuell auch einen Charakter mit Schild einpacken. Pyro wäre zum Beispiel Thoma, ein Charakter, der ein Schild hat. Kryo Diona zum Beispiel. Also ich nenne jetzt extra nur 4-Sterne-Charaktere, weil das ist ja hier ein 4-Sterne-Team. Genau. Aber geht auch ohne Schild. Also so krass stark ist er dann auch nicht. Aber eine Heilung ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man dabei hat. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.